182 Minuten einen beeindruckenden Streckenrekord auf. Insgesamt drehte Vettel 188 Runden. Der SF71er machte dabei erneut einen starken Eindruck am morgigen Freitag, dem letzten von insgesamt 8 Testtagen. Übernimmt turnusmäßig wieder sein Teamkollege Kimi Räikkönen Finnland, den Ferrari. Auch Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes war auf die Strecke gegangen. Der Engländer legte 84 Runden zurück. Für seinen besten Umlauf benötigte er 1:19.296 Minuten. Allerdings spulten Hamilton und sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas, der am Vormittag unterwegs war, 97 Runden, 1:19.532 Minuten, fast ausschließlich Rennsimulationen ab. 675 Minuten den vierten Rang im Tagesklassement. Am Mittwoch hatte Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo in 1:18.047 Minuten die bis dato beste Zeit der Tests erzielt. Der Australier war bei besseren äußeren Bedingungen als Vettel unterwegs, aber wie der Deutsche auf der weichsten Reifenmischung Hypersoft. Die Piloten fanden trotz teils dichter Wolkendecke gute Bedingungen vor.